Also mein absolutes Ziel gerade ist eigentlich mal ein paar mehr Videos für euch zu machen. Und im Moment bin ich gerade eigentlich mit den Unisachen ziemlich beschäftigt und auch mit meinem Internetradio-Projekt. Aber ich glaube, ich habe für heute ein gutes Thema gefunden, über das wir mal gemeinsam reden können. Und wie können wir da am besten drüber reden? Ich glaube, ich mach mal den Hund fertig und dann machen wir den Spaziergang. So, hey zusammen. Ich habe ja gesagt, wir gehen heute mal gemeinsam nach draußen. Und es geht genau darum, mal ein bisschen diese Videoqualitätsbeispiele hier zu vergleichen. Ich habe heute ein paar Videos gemacht mit meinem Handy. Ich habe ein paar Videos gemacht mit meiner Kamera, die ich gerade in der Hand habe. Und alle Sachen haben eine Sache gemeinsam. Sie sind alle nur in 1080p gefilmt, also im normalen HD und kein 4K. Auch das letzte YouTube-Video, was ich für euch hochgeladen habe, war ausschließlich in HD gefilmt und nicht in 4K. Und mich würde eigentlich interessieren, habt ihr diesen Unterschied bis jetzt wirklich mal gemerkt? Ist es wirklich notwendig, 4K-Videos auf YouTube hochzuladen? Tja, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es nicht wirklich notwendig ist. Es ist vielmehr notwendig, ein sauberes Bild zu haben und einen guten Ton. Den Ton heute zum Beispiel, den zeichne ich über meine AirPods bzw. über die Sprachmemo-App vom iPhone auf. Ist mittlerweile, finde ich, sogar besser geworden als manch ein Mikrofon, was ich auf der Kamera angeschlossen habe. Und an dieser Stelle vielleicht auch einmal zur Kamera. Ich filme im Moment nicht mehr mit meiner Canon EOS R, weil sie einfach gerade für so welche Videos in diesem Stil ein bisschen zu groß geworden ist. Ich filme mit der Sony Alpha 5100. Ein Video zu der Kamera habe ich übrigens die Tage auch schon gemacht. Wenn ihr euch das gerne angucken wollt, das verlinke ich euch hier oben einmal. Okay, ich habe gerade ein bisschen vielleicht geflunkert über die Tonqualität. Die Tonqualität mit dem AirPods ist vielleicht doch gar nicht so gut, wie man es von vornherein erwartet. Jedenfalls habe ich es besser erwartet. Die Tonqualität rein von der Sprachmemo-App vom iPhone, das ist für mich momentan das Nonplusultra. Da halten meiner Meinung nach nicht mal die Rode-Mikrofone mit. Denn dieser Ton gerade, den nehme ich auf meinem iPhone auf. Es ist ein iPhone 11 und die Mikrofone, gerade in diesem Handy und in der Postproduktion, dann in der Software, ist einfach genial. Tja, aber jetzt nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Es geht um die Videoqualität. Dieses hier ist gerade in 1080p und 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Ich filme sogar im Automatikmodus. Das heißt, Belichtung und die ganzen anderen Sachen werden alle durch die Kamera automatisch hergeleitet. Und für mich ist diese Qualität, gerade wenn es darum geht, YouTube-Videos zu machen, echt unschlagbar. Im Vergleich vielleicht zu dem iPhone-Footage, was ihr eben schon gesehen habt, merkt ihr vielleicht, der Hintergrund, der ist ein bisschen mehr verschwommen bei dieser Kamera. Das liegt daran, weil ich momentan mit der Blende 2.8 filme und auf 24 mm. Hätte ich jetzt noch eine Vollformatkamera, wäre der Hintergrund wahrscheinlich sogar noch cooler und noch ein bisschen mehr verschwommen. Aber ich glaube, gerade um euch zu zeigen, was das so ein bisschen für ein Unterschied ist, zeige ich euch an dieser Stelle nochmal ein paar Vergleichsvideos. Aber vielleicht als kleinen Tipp trotzdem. Falls ihr eine gebrochene Vorderseite beim Display habt, so wie ich, und die Kamera vielleicht so ein bisschen hier beeinträchtigt ist und das Licht da drinnen gebrochen wird, dann nimm vielleicht doch lieber die Rückseite. Denn irgendwelche Störungen im Bild, die sind vielleicht nicht unbedingt das, was eure YouTube-Zuschauer oder auch einfach nur ihr selber bei irgendwelchen Urlaubsvideos sehen wollt.
Also, ich glaube, dass es wirklich auf den Content des Videos ankommt und nicht wirklich darauf, was ihr für eine Kamera habt. Also, gerade jetzt die aktuelle Zeit. Traut euch dazu, einfach mal Videos zu machen. Traut euch, Videos zu machen über Themen, die euch interessieren. Ich mache auch nur Videos über Themen, die mich interessieren. Kameras, DJ-Equipment, DJ-Techniken und irgendwelche anderen Sachen, die eigentlich nur mich interessieren. Und ich bin froh, wenn irgendjemand da draußen ist, den dieser ganze Quatsch auch interessiert. Das jetzt gerade zeichne ich übrigens mit meinem iPhone 11 auf. Also, falls euch diese Kamera gefällt, es reicht meistens sogar eine iPhone-Kamera, einfach um ein Video zu machen. HD, 4K, wen stört das schon? Am Ende gucken wir es alle auf unseren Handys auf YouTube. Ich glaube, man konnte einen ganz guten Unterschied in der Dynamic Range und auch den Farben, denke ich, bei den einzelnen Kameramodellen gut herausfiltern. Und ihr wisst auch ungefähr, mit welcher Kamera ich was gefilmt habe. Denn ich habe es euch ja auch eingeblendet. Aber ihr könnt jetzt selber mal den Vergleich ziehen, welche Kamera euch am besten gefällt. Bei mir fängt es jetzt an zu regnen. Das heißt, ich packe die Kamera erstmal weg. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch und wir sehen uns die Tage zu einem neuen Video wieder. Und ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst mich das auch einfach wissen und gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert auf jeden Fall den Kanal.